Hi und herzlich willkommen zur 51. und wärmsten Folge von unserem Minecraft Survival Build. Es ist so warm. Hi. Ja, okay. Gut, während ich hier am Tisch festklebe, erzähle ich euch mal, was wir jetzt hier das letzte Mal gemacht haben. Wir haben das letzte Mal dieses wunderschöne Haus mit Querüberdachung und anderem Haus, Innenhof, Ding, ich kann nicht denken. Scheune. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben eine Scheune gebaut. Genau, wir haben dieses große Haus hier an der Seite, wir haben die Scheune, wir haben diesen schönen Durchgang. Es ist ganz schick geworden, wir können hier praktisch nochmal reingehen. Die Mauer ist noch nicht ganz final. Aber ja, genau, das haben wir soweit erstmal geschafft. So, okay. Dann war ich offscreen nochmal ein kleines bisschen fleißig und habe zum einen einen Haufen Holz geholt, weil wir hatten kaum noch Holz. Ich kann mal zeigen, ich habe ein bisschen die Holzvorräte nochmal aufgefrischt. Nicht zu sehr, aber ein wenig. Holz. Ein bisschen Sprucewood, ein bisschen Oakwood und Dark Oakwood hatten wir erstmal noch genug, dass ich jetzt erstmal nicht so brauche. Genau. Das heißt, da sind wir jetzt erstmal gut aufgestellt, dass ich nämlich heute noch ein bisschen bauen kann, was ich nämlich gerne vorhabe. Und zwar würde ich nämlich gerne hier wahrscheinlich auf der Seite weitermachen und würde gerne die drei Häuser, die wir hier noch haben, bauen. Wo ich halt überlegen bin, ob ich das mache oder ob ich hier drüben anfange, aber ich glaube, wir machen erstmal das hier drüben. Genau. Ansonsten habe ich auch noch eine Sache gemacht, und zwar hier hinten sieht man das so ein bisschen. Ich habe hier noch ein bisschen Mauer gebaut und habe ein bisschen hier die ganze Geschichte nochmal vorgeholt. Habe auch dafür gesorgt, dass es hier drinnen so ein bisschen Zäune oder was man gemacht, hier Trapdoors oder so sind. Und habe auch hier das Dach so ein bisschen zurückgenommen, wie ich es gesagt habe. Und es wirkt eigentlich relativ gut. Man kann hier schön langlaufen. Hier ist es nur 2 breit. Das ist der einzige Punkt, wo es ein bisschen nicht ganz passt. Weil eigentlich müsste das hier noch 1,3 breit sein, dass man hier rüber kann und dann dahin. Es ging jetzt nicht besser. Vielleicht setze ich mal das Ding hier noch einen Block raus oder sowas. Vielleicht machen wir das noch. Aber eigentlich brauche ich es auch nicht. Es passt eigentlich auch. Guck mal, wir können hier schön lang. Und ich habe hier auch noch davor praktisch das so ein bisschen gebaut. Ich habe hier hinten das jetzt abgeschlossen mit einer kleinen Steinmauer. Hab hier dafür gesorgt, dass das ja alles soweit fertig ist. Hab hier auch nochmal ein kleines Vordach reingezogen, wie man sieht. Schön, da oben fehlt noch ein Chapter drauf. Ja. Und dadurch die Mauer auch nochmal vorgezogen und das ist jetzt alles soweit ganz schick. Hierhin könnte ich vielleicht nochmal eine Slab oder sowas draufsetzen. Muss ich mal gucken, dass wir das irgendwie nochmal ein bisschen diese extreme Tiefe wegkriegen, die jetzt hier herrscht. Ich meine einfach den hier. Ah, da ist. Okay. So viel zu dem. Nein! Nein! Ich komme hier nicht mal runter. Ich hasse alles. Okay. Gut. Ja. Also jedenfalls, so viel. Verdammt. So viel hier dazu. Ich brauche es jetzt wieder so. Nein. Wo habe ich die Slab her? Ah, hier unten. Ich bin schon wieder voll durch mit. Okay, gut, ich lasse es jetzt hier gut sein. Ich würde sagen, wir stürzen uns dran, dass wir hier drüben ein bisschen was bauen. Damit wir nochmal irgendwas geschafft kriegen. Und ja, wie gesagt, ich schwitze jetzt schön einen ab, baue ein wenig gemütlich in Minecraft, während ich am Tisch klebe. Und wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich hier ein bisschen gebaut habe, mal gucken, wie viel ich baue. Wir werden sehen. Schräge Häuser dauern immer länger als gerade Häuser, von daher. Mal gucken. Ich schau mal, was ich hinkriege. Alles klar. Gut, dann, ja. Let's go.
So, da klebt er wieder. Hi. So, ich habe jetzt erstmal zwei Gebäude so ein bisschen gebaut. Ich bin noch nicht ganz so zufrieden mit der ganzen Geschichte. Ich wollte euch aber trotzdem nochmal zurückholen, kurz, um einfach mal kurz euch so ein bisschen zu erklären, was ich mir überlegt habe. Und zwar, zum einen, ich würde erstmal mit dem Haus hier anfangen. Das ist so ein bisschen ja ein halbschräges Haus, was so ein kleines bisschen schräg ist. Sieht man ja so ein bisschen am Dach, hoffentlich. Dass es so ein bisschen schräg wenigstens ist. Ja. Wir haben dann praktisch hier, ich hab keine vollen Glas, sondern nur Glasscheiben, deswegen ist hier noch kein Glas drin. Ne? Hier soll im Endeffekt dann so ein volles Glas rein, einfach, dass es so ein bisschen aussieht wie so ein kleines vorgesetztes Fenster. In irgendeiner Form, falls es irgendwie Sinn macht, aber ja. Ist jedenfalls der Plan hierfür. Ich habe mir hier noch was überlegt, was ich euch auch im Endeffekt erzählen wollte, weil zuerst sollten ja die beiden Häuser hier zusammen sein. Dann habe ich mir überlegt, weil das war im Endeffekt mein Hintergedanke für hier hinten, ja, dass wir hier hinten einen Weg haben, der hier hinten durchgeht. Wo man praktisch nach hier hinten kommt, dann kommen wir hier in eine Gasse und das ist dann ganz, ganz düster und zwielichtig und was weiß ich nicht. Dann ist mir aber aufgefallen, wenn ich das Haus hier hinbaue, dann habe ich hier einen Stamm und hier noch ein Stück Steinmauer. Und dann ist hier dicht. Ja, also hier kommt man im Endeffekt nicht durch, außer ich würde da irgendwas in die Mauer bauen, worauf ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust hatte. Deswegen war mein anderer Gedanke, wir machen das einfach so, dass wir hier hinten zwischen diesen beiden Häusern eine kleine Mini-Gasse bauen. Eine wirklich ein Block breite Gasse, ein Gässchen, wo man praktisch einfach durch kann. Und kommt dann praktisch hin, wird es dann wieder breiter. Hier vorne werden wir dann vielleicht irgendwie eine Art Tür machen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir vielleicht was mit Redstone machen, irgendwas Versteckteres irgendwie, oder ob man es halb offen lässt und einfach nur es so aussieht wie eine dünne Gasse, so eine kleine Minigasse. Dann kommt man nach hier hinten. Hier hinten hat man einen kleinen Platz, wo dann es halt nach unten geht in irgendeiner Form. Weil ich würde es gerne unterirdisch machen, das zwielichte, schwarzmarktmäßige, keine Ahnung. Weil das Problem ist, wenn ich das hier oberirdisch mache, hier ist direkt die Mauer. Eigentlich ist es ein bisschen doof. Weil wenn hier eine Person langläuft, dann guckt die hier runter und denkt sich, ey, was macht ihr da? Bisschen doof. Deswegen, ja, man kann nach hier hinten gehen. Das ist im Endeffekt, man schleicht sich dann, oh, kommt gerade keine Wache da, alles klar. Und dann geht man hier irgendwo hin und kommt irgendwo an. Das ist jedenfalls der Plan. Deswegen habe ich das Haus auch ein kleines bisschen weiter nach hinten gezogen, damit ich hier hinten gleich dicht machen kann. Ja, genau, so viel dazu. Ich hoffe, es macht Sinn, es ist warm. Ich kann mir selber nicht unbedingt folgen. Gut, aber so viel dazu. Dann habe ich noch das zweite Haus gebaut. jedenfalls angefangen. Ich habe ein bisschen Dach gebaut. Es geht, das Dach. Es ist jetzt nicht das Schönste, aber es geht. Ich bin noch überlegen, ob ich da nochmal eine Stair oder sowas draufsetze. Aber ja, an und für sich geht das. Und wir haben hier auch auf der Seite, das ist die einzige Seite, wo ich nochmal ein bisschen was gemacht habe an dem Haus, so ein, hier geht es nochmal ein bisschen breiter, ein bisschen rundlicher breit nach vorne, das, was immer noch passt von der Breite. Ich habe extra geguckt, das ist theoretisch nur 1, 2, 3, 4, 5 wären hier, ne, 1, 2, 3, 4, 5, und es geht dann schräg nach da und von daher ist es vollkommen in Ordnung. Das ist immer noch genug Platz für einen Wagen oder sowas, um durchzufahren. Ich kann nicht sprechen. Abgesehen davon will ich ja diese Schräge so machen, dass die langsam hochgeht. Das heißt, dass wir hier vielleicht schon anfangen, um hochzugehen. Das heißt, hier haben wir die erste Stufe, dann kommt hier vielleicht die zweite, hier geht es zur dritten hoch und hier hinten dann zur vierten. Oder vielleicht sogar noch ein Stück eher, ich weiß es noch nicht, dass vielleicht das Ding hier schon die Stufe ist, die erste. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, dass wir es langsam hochgehen lassen und dann sitzt das auch nicht mehr ganz so tief, wie es jetzt aktuell sitzt. Ja, dann, ich entschuldige bitte, dass die Folge so durcheinander ist. Bei Wärme kann ich nicht unbedingt gut denken. Es ist, ich kann mir selber nicht folgen. Mann, okay, gut. Hier oben haben wir noch einen Balkon. Ich wollte gerne noch was machen, dass man so ein bisschen außen irgendwo lang gehen kann. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Damit hier die Seite nicht ganz so langweilig wirkt. Und weil ich kein riesen Vordach nochmal bauen wollte, dass wir irgendwie nochmal ein Ding haben, was rausguckt. So ist es immer noch eine schräge Wand, so ist es nicht aufgebrochen, ist nichts Gerades geworden und ich habe nicht so viel Probleme, das zu bauen. Das heißt, wir haben... Oh, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier, im Endeffekt, wenn man hier drin ist, so, hat man hier einen Gang, wo man langlaufen kann, so ein bisschen so einen kleinen Balkon mäßig. Hier drunter so ein noch Stein, da kommt dann entweder was draufgestellt oder mal gucken. Und ja, genau, das ist im Endeffekt das.
ich bin halbwegs zufrieden damit. Es sieht gar nicht so doof aus. Man kann dann schön einmal hier die Gasse runter gucken und kann theoretisch sogar auf den Marktplatz gucken von hier. Das ist relativ schick. Genau. Ich muss noch, trotzdem noch ein bisschen was machen, weil es mir vom Design her noch nicht ganz so gefällt. Es sieht sehr langweilig aus hier, die Seite. Hier unten kommen noch Fenster rein. Hier oben muss noch irgendwo ein, zwei Giebel müssen noch rein, damit die Seite ein bisschen aufgebrochen wird und nicht ganz so langweilig einfach aussieht, wie sie aktuell aussieht. Aber das ist jetzt erstmal so der Plan für diese Häuser. Hier drüben habe ich übrigens nochmal so ein kleines Mini-Vordach gemacht, wo ich mir noch unsicher bin, ob mir das so gefällt. Weil die Slab halt genau auf der Höhe der Tür ist. Es kommt mir sehr flach vor. Ich weiß es noch nicht. Auch da oben ist es relativ flach. Aber da kriege ich es nicht höher. Ich muss mir dahingehend nochmal was überlegen und vielleicht nochmal einfallen lassen, ob ich da nochmal irgendwas mache. Mal schauen. Ja, genau. So viel auf jeden Fall da dazu. Jetzt wisst ihr erstmal soweit, was der Plan ist. Das Haus hier übrigens, diese Schräge habe ich wieder so simpel schräg gebaut. Also ich habe es nicht so gemacht, dass es wirklich in der Diagonale schräg hochgeht, sondern dass es wirklich parallel schräg hochgeht. Also dass wir nicht so die Schräge haben, sondern dass wir sie so haben. Macht es einfach tausendmal leichter, die zu bauen. Genau, das ist im Endeffekt Grund. Dach oben Gestaltung, also von der Dachspitze, die ist im Moment bei beiden Seiten noch flach. Das müssen wir noch machen. Das ist nochmal dann später. Aber ja, darum würde ich mich dann jetzt so ein bisschen kümmern, würde da jetzt noch ein bisschen bauen. Ich wollte euch nur mal so ein kleines bisschen aufgleisen zu diesen Gebäuden. Und ja, genau. Ich guck mal, dass wir das jetzt noch irgendwie schön kriegen. Ich glaube, ich werde mit dem Gebäude anfangen, oben mit dem Dach. Dass wir das so ein bisschen auch wie die Dächer so ein bisschen schräg bekommen. Dann haben wir das. Und dann muss ich hier nochmal schauen, wie wir das hinbekommen. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall diese Front hier schon mal fertig. Dann ist im Endeffekt noch hier hinten das Haus, was so ein bisschen separat steht. Von daher ist mir das erstmal, ist es erstmal nicht ganz so wild, wenn ich es erstmal nicht baue. Ich werde diese Häuserseite halt erstmal vernachlässigen, bis ich das hier gebaut habe. Genauso wie diese. Aber die anderen Seiten kann ich schon mal fertig bauen. Hier in das, hier können nochmal ein Giebel rein und all solche Sachen. Darum kümmere ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen. Und ja, ich glaube, wir sehen uns dann gleich wieder. Meine Stimme verlässt mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist alles komisch. Ich schieb's mal auch auf die Wärme. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich baue jetzt noch ein bisschen rum. Ich guck mal, wie wir das hinkriegen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Mal schauen, wie es wird. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in Timelapse und machen nochmal ein bisschen Verbesserung. Kleine Wandgestaltung und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich melde mich zurück aus der Wärme, in die Wärme. Hi. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Ich hab jetzt hier noch einen Lüfter an, weil ich sonst hier gar nicht aushalte. Ja, aber wir haben zwei Gebäude geschafft, würde ich meinen. Also wir haben immer noch ohne Shader, weil Wärme. Ja, wir haben dieses eine Haus hier. Jetzt die Front ist fertig. Von dem Haus die Seite ist soweit fertig. Ich habe auf allen Häusern oben drauf nochmal so ein bisschen die Trapdoors platziert, um das Ganze nochmal ein bisschen interessant. Ich habe was vergessen. Okay, das, weil ich es gerade sehe, bevor ich. Wenn ich es jetzt nicht mache, bis nachher wieder vergessen. Ich mach schnell noch hier ein paar Trapdoors hin und dann ist. Gut, Moment.
Machen wir das mal so vielleicht. Hier in der Mitte habe ich auch keine platziert. Sag mal, ich dachte, ich habe überall platziert. Okay, ich fühle mich gerade ein bisschen... Nun gut, okay. Ist kein Problem. Wir kriegen das Special Plate. Wir kriegen das wieder hin. So. Gut, okay. Soll reichen. Geht ja nur darum, dass es ein bisschen, das Dach ein bisschen mehr Textur drin hat. Gut, so, dann hüpfen wir mal wieder runter. Und zwar, ja, ich würde die Folge heute auch übrigens nicht ganz so lang machen, weil ich wirklich vor mich hinschwitze. Aber wir haben erfolgreich ein Haus gebaut. Hier, das fehlt noch, das soll ja so ein bisschen das, zuerst hatte ich überlegt, so ein bisschen Bibliothek, für Bibliothek ist aber zu klein. Da würde ich wahrscheinlich, habe ich jetzt so überlegt, entweder hier dieses Gebäude, weil das relativ groß ist, zur Bibliothek machen, oder ich baue sie hier hinten mit in die erste Etage ein. Wobei ich gucken muss, inwiefern das dann dazu passt. Das werden wir dann schauen. Aber ja, also wie gesagt, das hier wird erstmal ein normales Haus, da wird es vielleicht ein kleines Art Türmchen nochmal geben, aber das war's. Genau, ansonsten, ich habe hier großes Fenster reingemacht, habe... Das ist nicht richtig. Moment. Nein. Ich will gerne... So. Okay, dass die Winzen eine Richtung zeigen. Okay. Ja. Hier haben wir ein großes Fenster. Hier an der Seite natürlich noch ein bisschen Fensterläden. Ich habe auch schon mal jetzt noch ein bisschen texturiert mit Hilfe von ein bisschen Planks, die jetzt hier überall mit drin sind. Und das Ganze ein bisschen auflockern. Hier oben den Giebel. Da ist auch ein Fenster drin. Allerdings diesmal ohne... wie heißt es, ohne Fensterläden. Einfach nur, weil ich ja nicht gewusst habe, wie ich hier oben das dann machen soll. Mir hat das so ein bisschen besser gefallen, das mit Fenster zu machen. Wobei ich ehrlich sagen muss, das Fenster hier oben gefällt mir immer noch am allerwenigsten. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es schöner machen soll. Einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist vielleicht nochmal so einen kleinen Giebel reinzumachen. So ein kleines Vordach, so wie ich es beispielsweise hier vorne gemacht habe. Hier geht es ja nochmal ein bisschen vor. Dass wir irgend sowas nochmal hier oben hin machen. Aber das passt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Gut, also wie gesagt, von daher, das Ding hier ist soweit fertig. Wir haben das gemacht. Ich habe hier auch nochmal einen Stamm reingezogen, um die graue Wand so ein bisschen aufzulockern. Dass es einfach ein bisschen besser zusammenpasst. Und wie gesagt, hier die Seite hatten wir soweit eigentlich schon mal fast fertig. Nur ein bisschen Fensterläden und Glas hatte ich reingemacht. Und ich habe hier oben. Stimmt, das hatte ich noch gemacht. Ich habe hier oben, das hat man im Timelapse gesehen, nochmal so ein kleines Dachding reingebaut, was hauptsächlich dazu dient, dass ein bisschen Licht reinkommt. Das Fenster geht auch nicht runter bis auf Stehhöhe, sondern es ist ein bisschen höher. Es dient einfach nur dazu, noch ein bisschen Licht reinzubringen in das ganze Ding. Genau, ansonsten sind hier oben die Dächer soweit fertig. Hier kann theoretisch noch ein kleiner Giebel rein irgendwie. Das mache ich dann aber vom Innenraum abhängig. Und wie gesagt, hier können wir dann nochmal rangehen. Und ja, hier hinten der Bereich ist auch soweit fertig. Die Wand noch nicht. Hier vorne, das habe ich schon, das Stück hier, bis auf hier diesen kleinen Teil. Hier hinten habe ich es noch nicht gemacht, weil ich erstmal gerne noch die Mauer hier bauen wollte. Das müssten wir noch machen, beziehungsweise das können wir auch gerne... Moment, eigentlich wollte ich die Folge ja nicht ganz so lang machen, aber wenn ich jetzt dann praktisch noch ein bisschen baue mit euch zusammen, wird die Folge ein bisschen länger und ich schaffe sogar noch ein bisschen was. Das Problem ist, für ein Timelapse wäre das nämlich alles viel zu kurz, was ich jetzt vorhabe. Wir bauen mal schnell eben was so ein bisschen zusammen rum, ist das vollkommen in Ordnung. So, das heißt im Endeffekt, wir machen jetzt mal hier das Ding ein wenig runter auf diese Laufebene. Ich hole mal noch mal ein bisschen Dirt. Dirt. Jetzt habe ich nur 11 genommen. Das reicht doch bestimmt nicht. Doch, das reicht. Ich bin uns ja gar nicht so weit. Komme ich ja mit allem vor. Wunderbar. Ach, das wird doch. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, genau. Also wie gesagt, es ist einfach heute sehr warm und ich will einfach nur ungern die Folge zu lang ziehen, wenn es so extrem warm ist. Weil zum einen rendert es ja noch eine Weile und zum anderen... Es ist alles Energie, die in Wärme umgewandelt wird. So, nehmen wir mal hier nochmal so. Und hier machen wir nochmal so einen hin. Und dann theoretisch hin, der Bereich ist abgeschottet. Das baue ich erstmal nicht.
Weil das ist erstmal abgeschottet. Theoretisch haben wir nämlich jetzt hier davor noch dann so ein bisschen die Mauer. Mal gucken, dass ich jetzt irgendwie alles in die Hotbar kriege. So halb. Okay, und dann können wir ab und zu können wir auch nochmal sowas machen, dass wir das hier so ein bisschen höher nehmen. Ich sollte vielleicht eigentlich... Moment, ich sollte erst oben... Ich sollte es gleich machen wie den Rest. Das heißt, wir bauen erst hier oben diesen Teil. Hier muss dann nochmal eine Spitze drauf, das ist okay. Hier können wir nochmal sowas machen. Also so ein Fence kommt hier oben noch drauf. Dann machen wir hier nochmal diesen da. Und hier den können wir mal zwei hoch machen. Einfach nur, weil es auch mal interessant ist. Zäune kann ich hier draufsetzen. So. Und dann machen wir das Ding mal so. Und hier machen wir mal eine... Ich habe keine Slab dabei. Okay. Hier können wir aber nochmal diesen da machen. Und dann würde ich da auch gerne Fans machen. Also ich brauche Fans. Ich brauche... Moment. Ich hole das schnell. Ich brauche ein Dark Oak Fans. Ich brauche ein... Moment. Ein Dark Oak Fans. Dark Oak Fans. Also ein Oak Fans brauche ich. Dort kann weg. Und ein Dark Oak Fans. Genau. Gut, und dann brauche ich noch theoretisch eine Oak Slab. Dann haben wir alles. Das heißt, ich würde... Hier komme ich nicht ran. Da komme ich auch nicht ran. Hier komme ich ran. Okay. Dann hole ich nochmal schnell die Slab. Die sollte hier hinten in meiner Schalkerbox noch mit drin sein. Jawohl. Gut. Gehen wir hier hoch. So. Hopp. So, das kommt dahin und das kommt dahin. Ja, das geht auch einigermaßen. So, und dann haben wir nämlich von innen schon mal praktisch die Mauer so ein bisschen abgesteckt und wissen jetzt, wie ungefähr die aussieht. So, hier machen wir nochmal diesen da. So, hier nochmal ein bisschen hochgehen. Und dann können wir jetzt hier anfangen, so ein bisschen das Steinzeug dagegen zu bauen. Was ich ja gesagt hatte, was ich von innen will, ich ein bisschen mehr Stein haben. Ich bin jetzt am Überlegen, wir könnten hier... Machen es mal so. Mhm. So ein bisschen auch noch diese Trapdoors-Geschichte mit reinbringen, die wir sonst überall auch noch mit hatten. Und dann machen wir mal hier nochmal ein bisschen. Endeside haben wir auch noch. Da könnte man auch. Beziehungsweise, nee, wir machen das mal andersrum. Oder nee. Jetzt habe ich hier. Habe ich hier nur Endeside. Ist auch hässlich. Einmal bitte nochmal so eine, danke. Dann platzieren wir die einfach mal. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die. Nein, oh, ich schmeiß alles davon. So. Wunderbar. Okay. Und dann können wir jetzt hier einfach nochmal hier vorne so ein bisschen überlegen, dass wir es noch ein bisschen plastischer kriegen. Hier, das könnte ich auch nochmal zubauen. Nicht mit dem. Mit dem hier. So. Und danach ist das hier praktisch nur ein bisschen die Innengestaltung. Und dann ist. An und für sich das soweit fertig, dass ich jetzt hier vielleicht nochmal einen Baum hinbauen kann oder irgendwas in der Form. Das mache ich dann aber wahrscheinlich in einem späteren Timelapse mal. Und nicht unbedingt heute noch. So, ich würde trotzdem nochmal sagen, wir machen nochmal ein paar... Was mache ich denn? Nein, das da. Danke. Nee, das da. So, und dann... Ach komm. Stone habe ich mehr, brauche ich nicht so viel Stonebricks machen. Und dann machen wir das einfach nochmal so ein bisschen runder, das ganze Ding. Dann machen wir das mal so. Dass es irgendwie ein bisschen mehr nach Mauer aussieht, aber auch nicht zu sehr... Wie soll ich sagen? Weiß nicht, wie man das sagen würde. Es soll halt nicht ganz so blöd aussehen. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Es macht keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Aber ja, jedenfalls, wir haben von hier innen so ein bisschen die Mauer dran. Können noch ein bisschen mit den Holztrapdoors und Fences arbeiten, um das noch ein bisschen aufzulockern. So, das ist aber zu viel, wenn ich hier hinten welchen habe. Oben kann man nochmal... Ne, warte, wir setzen ganz hier oben einen hin. Da setzen wir einen hin. Das ist besser. Okay, und dann haben wir jetzt praktisch die Mauer soweit erstmal fertig. Das ist, wie gesagt, innen einfach nur ein bisschen, um es dagegen zu haben. Ich kann mir mal eine Torschen setzen. So. Wunderbar. Dann nehmen wir das wieder mit. So. Wunderbar. Und damit haben wir jetzt hier den Teil auch fertig. Ist dann, wie gesagt,
Die eine Mauer muss ich noch machen und dann können wir uns hier hin was einfallen lassen. Ich würde gerne einen Baum machen, der hier lang geht, so ein bisschen über die Mauer und diesen Bereich hier hinten noch mehr abdunkelt. Dass es wirklich dunkel ist, dass es... Ja, dass es wirklich am Ende für sowas wird, was ich überlegt hatte, von wegen Schwarzmarkt, Diebesgilde, irgend sowas, keine Ahnung, dass irgendwas in der Form noch hier ist, dass da irgendwas... Ja, in der Form halt. Ihr wisst, was ich meine. Genau, und da kommt man dann praktisch hier über diese Ecke hin und es ist im Endeffekt ein kleiner Zwischengang zwischen ein paar Häusern, der so ein bisschen reingeht, der so ein bisschen wahrscheinlich verwinkelt wird, weil wir können einfach sowas machen. Und indem wir sowas machen und vielleicht noch so ein bisschen Stein haben und das ganze Zeug, können wir dafür sorgen, ich müsste es vielleicht nochmal einen Block höher setzen, beziehungsweise ich kann es auch ganz durchziehen, und dann kriegen wir automatisch den Effekt, von vorne sieht es zu aus. Dann geht man hier praktisch rum und dann würde man hier rumgehen, dann muss man hier nochmal rumgehen, dann muss man da nochmal rumgehen, weil ich hier nochmal so ein bisschen Fenster mache. Und dann sieht das ganze Ding dicht aus, als käme man hier nicht durch. Dann muss man hin, her, hin und danach kann man sich durchwinden und kommt am Ende hier hinten in diesen kleinen Platz, diesen kleinen Hinterhof, wo natürlich vielleicht nochmal ein Haus wird, wahrscheinlich nochmal eine kleine Tür haben, vielleicht das hier. Trotzdem noch auf diesen kleinen Hinterplatz. Aber ja. Ich glaube, das ist relativ cool. Das Einzige, was mir nicht ganz gefällt, ist die Ecke hier jetzt. Weil die so... so holzig ist. Weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja, und hier die Mauer werde ich wahrscheinlich nochmal ein kleines Stück reinsetzen an ein, zwei Stellen. Dass wir einfach das Ganze ein bisschen auf der einen Seite plastischer kriegen. Und auf der... Und auf der anderen Seite so ein bisschen diese extreme Gedrungenheit eliminieren, indem wir es ein bisschen offener gestalten, so wie die anderen Sachen im Endeffekt auch. So, und das ist doof. Moment. Das ist doof. Das ist doof. Das müsste dann, wenn so sein, dass das Ding hier ist. Für den Balken. Nehmen wir hier einen vollen Block hin. Ja, gut. Aber ich glaube, ich experimentiere gerade schon wieder viel zu viel. Ich würde daher sagen, ich werde die Folge dann erstmal beenden. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich was geschafft nochmal heute. Worauf ich echt stolz bin. Kann sich sehen lassen. Auch wenn es, wie gesagt, ist nicht zu viel, aber besser als nichts. Allemal. Wir kommen hier noch schön durch, genau. Gut. Wie gesagt, ob das so bleibt am Ende, kann ich noch nicht genau sagen. Vielleicht nehmen wir auch nochmal woanders was vor. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall soll es so ein bisschen verwinkelt nach hinten sein, sodass man nicht direkt im Vorbeigehen denkt, ach, gucke mal, da will ich doch mal gucken, was da hinten ist. Sondern das ist wirklich so ein bisschen, ja, vielleicht mal noch ein bisschen ranken oder sowas, dass man wirklich theoretisch durch Gebüsch laufen muss. Da machen wir das Gras hin, wo du wirklich durch musst, aber nicht durchgucken kannst oder so. Ja. Gut, aber so viel dann erstmal da dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem, auch wenn es wie gesagt nicht die Welt ist. Wir haben zwei Gebäude gebaut. Ich kann nochmal hier die ganzen überall Scaffolding stehen. Aber ja, wie gesagt, bei Wärme ist es eben ein bisschen schwieriger. Zum einen Lustlosigkeit auch so ein bisschen. Also was heißt Lustlosigkeit? Einfach nur Energielosigkeit. Aber ja. Trotzdem bin ich eigentlich relativ froh, wir haben relativ viel geschafft. Ich bin glücklich, ich hatte Spaß und ich hoffe, ihr auch. Und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ja, gut. Bis dahin würde ich aber erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwie auch übrigens mal Fragen habt oder sowas, falls irgendwas ich näher erklären soll, was ich mache. Ich versuche es, ich kriege es aber selber nicht immer hin, daran zu denken und so weiter. Sagt mir gerne Bescheid, sagt mir gerne hier, kannst du nochmal darüber reden oder kannst du das nächste Mal das vielleicht in der Folge bauen und uns zeigen oder was. Also wenn da irgendwas ist, gerne her damit, ne? Also ansonsten, ich merke das ja nicht, was ich jetzt vielleicht zu wenig erkläre. Deswegen, wie gesagt, einfach nachfragen. So, aber jetzt würde ich auch wirklich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Sonne geht auch schon wieder unter und damit auch diese Folge. Ja, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Zum fünften Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal vielleicht wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Bleibt vor allem gesund. Schützt euch vor der Sonne. Bleibt nicht zu sehr draußen.
Gönnt euch ein Eis, keine Ahnung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.